Das allerletzte Match mit FIFA 18 steht an. Augsburg empfängt das momentane Schlusslicht Freiburg. In unserer Tabelle hat Freiburg nur 2 Punkte. Dadurch, dass Düsseldorf glücklich an diesem Wochenende gewonnen hat, sind die 1 Pünktchen davor. Also Freiburg, den würde, damit sie zumindest schon mal die rote Laterne abgeben, ein Unentschieden reichen. Bisher haben sie in dieser Saison auch erst 2 geschafft. Aber über einen Sieg würden sie sich natürlich mehr freuen. Augsburg mit 3 Siegen und 2 Niederlagen. Ja, sehr gut gestartet. Vor diesem Spieltag Platz Nummer 5. Wenn die gewinnen, dann geht es noch weiter nach oben. Da könnten sie auf Platz 2 springen mit einem Sieg. Ansonsten auch mit einer Niederlage würde man im Tabellenmittelfeld, ja, oberen Mittelfeld weiter bleiben. Nils Petersen für Freiburg 3-mal erfolgreich. Finn Burgasson für Augsburg 2-mal. Und dann gucken wir nochmal auf die anderen Vergleiche. In der letzten Saison hat immer die Heimmannschaft mit 3-1 gewonnen. Und die Software sagt auch, dass es diesmal so ist. Mucke gewinnt mit Augsburg 3-1. Tippt jetzt ein F davor für das FIFA-Ergebnis, ein R davor für die reale Partie. Und dann könnt ihr auch noch auf ultimate-kicker.de gehen, um euch alle Statistiken anzuschauen. Das allerletzte Mal Anstoß hier in FIFA 18. An der Pfeife auch zum vielleicht letzten Mal Heimo Wasserschneider. Ja, lass uns mal überraschen, ob die Schiedsrichter generell angepasst werden, was die Entscheidung und sowas anbelangt. Und ob auch vielleicht neue Gesichter auftauchen in FIFA 19. Wird mal Zeit. Auch wenn wir es haben lieben und hassen gelernt. Ja. Heimscheißer. Scheißleben. Dr. Sommer mit Dr. Fummler. Ja. Jeder hat so seine Geschichte. 1-0! Freiburg führt. Das ist nicht passiert. Gut. Oh, kann der dich nicht behindern? Das hättest du gern, ne? Ja. Ah! Boah! Gregoric mit der Riesenchance, hier den Ausgleich zu erzielen. Ja. Oh, ganz stark mitgenommen. Da ist der Ausgleich. Schön mitgenommen von Finn Burgasson. Ich hatte erst mit Abseits gerechnet. Meine. Jetzt haben wir Platz. Oh, Petersen, warum stoppt der denn? Petersen, Alter, warum stoppst du? Das kann ich ja nicht nachvollziehen. Da war viel, viel mehr drin. Ja, er bleibt einfach stehen. Weiter, weiter, weiter. Gerade abziehen. Ja, zum Glück waren wir noch da. Oh, nee! Weiter, Leute, komm, kämpfen. Aktuell seid ihr auf dem letzten Tabellenplatz.
Nö. Dann wäre jetzt wieder Düsseldorf, wenn es so bleibt. Ach ja, stimmt, steht da unentschieden. Siehst du, hast da vollkommen recht. Ja! Ja! Guter Pass, guter Pass. Mann, verdammter Mist. Ich kam zu spät, ist alles in Ordnung. Muss man gelbe Karte vergeben. Ich ärgere mich trotzdem. Weiter. Es ist immer zu leicht, was ich da mache. Ach. Oh, Schwein gehabt. Boah, gut gehalten. Weiter, weiter! Ach, warum läuft er nicht einfach weiter? Mann, Mann, Mann. Viel Pässe en masse. Komm weiter. Oh! Ich. Nee. Oh. Oh Gott, der ist zu kurz. Weiter. Oh, Mann, Mann, Mann. Gregoritsch wird gestört! Wer ist denn das? Komm mal, Bauer. Ey, was ist das schon wieder für ein Fehlpass? Den hatte ich aber zuletzt auch immer drin. Oh, Riesenchance! Freiburg schütteln, wach werden, das gefällt mir aktuell nicht. Oh, diese Fehlpässe. Passgenauigkeit 94%? Alter, was? Da sind so viele Fehler drin, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hat gelogen. Ja. Die letzte Halbzeit in FIFA 18. Freistoß. Wofür, Alter? Keine Ahnung.
No, das ist doch nicht zu fassen. Gegenseitig behindert. Aber vom Feinsten. Jetzt. Ja, ja, ja. Ja. Materie geht ja gar nicht. Oh nein. Oh. Oh, ich muss mir da einfach irgendwas anderes mal einfallen lassen. Es sind solche bescheuerten Ballverluste. Ja. Ah, nach oben passen. Ich habe damit gerechnet, der Pfeil für den Freistoß. Ja. Aber ich glaube, du hattest den Ball gespielt. Ich glaube nicht, dass meiner da dran war. Pfosten! Tor. Mann, es guckt jeder nur zu! Meine Güte. Mein Gott. Ja! Kannst du mich am Arsch legen. Was darf nicht rein? Ganz einfach. Oh nein. Ecke.
Ah, shit. Perfekte Position. Ist das ein Idiot? Eieiei. Mann. Oh, Schwein gehabt. Das wird wohl auch der erste Sieg für Freiburg. Als ob ich das jetzt auch aufholen. Also die beiden Schlusslichter machen jetzt von unten auch ein bisschen Druck. Ich hatte es ja während des Spieltags gesagt. Da ist so ein bisschen der Abstand. Bereits nach 5 Spielen, aber nun sind sie wieder dran. Ei! Ecke. Okay, ich war noch dran. Noch eine Ecke. Ich hatte den noch nicht mal berührt, da kannst du noch nicht mal abseits pfeifen. Gelb-Rot. Ich glaube, die erste rote Karte und letzte rote Karte an diesem Wochenende. Ja, kann sein. Ja! Das ist krank. Das war's hier von FIFA 18, das allerletzte Spiel. Wir sehen uns wieder am 7. Bundesligaspieltag mit FIFA 19 auf der PlayStation. Freut euch drauf, wir freuen uns auf jeden Fall riesig darauf. Und ja, zum Abschluss gibt es natürlich nochmal ein Highlight-Video mit allen Toren von diesem Spieltag. Und es gibt auch noch wieder die Wahl Tor des Monats, dann dürft ihr nämlich abstimmen, welcher Treffer euch in diesem Monat am besten gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.